Hey Freunde, da sind wir wieder. Oh mein Gott, wir sind in einem bösen Traum. Wir sind in einem bösen Traum. Oh, das ist ein neuer Gegner. Stimmt, den haben wir auch im letzten Part ganz zum Schluss gesehen. Und wir kommen nicht an ihn vorbei. Das heißt, kämpfen. Ja. Oh, jetzt ist nicht mein Gegner, sondern jetzt sind es 10. Tja, so schnell kann es gehen. Was zur Hölle? Okay, die heilen sich einfach. Also meine Erstattacke war für nichts. Hau ab. Boah. Ach du Scheiße, 117 Schaden, Alter. Was ist mit euch verkehrt? Tja, zum Glück haben wir den Part jetzt angefangen. Das heißt, ich habe ja vorher abgespeichert. Die haben alle so ein Bündnis zueinander. Hat das irgendwas zu sagen? Ich weiß nicht. Ich mache mal einfach einen Sprung auf einen von denen. Vielleicht geht das ja irgendwie kaputt. Seht ihr diese grüne Kette da? Okay, gut, dass ich mich so viel heile. Die heilen sich aber auch. Okay. Ja, man kann sich so gegenseitig... Wow, ich kann die so gegenseitig so ein bisschen ausspielen. Okay, kriege ich sogar ganz gut hin. Ja. Ich habe das jetzt ohne Taktik und Verstand gemacht. Ich habe jetzt nur noch nicht ganz durchblickt. Also die heilen sich jede Runde um 60 oder so. Das heißt, ich versuche mal echt die einzeln auszuschalten. So mit Sprungattacken, nicht mit Hammerattacken. Okay, jetzt heilen die sich schon ein Stück weniger, weil sie weniger sind. Kann das denn, dass diese Gegner noch nerviger sein werden als die Stachis? Wer weiß. Aber man kann die wenigstens sehr gut auskontern. Ah, ach du Scheiße, was habe ich jetzt bekommen? Stand irgendwas. Oh, ich bin klein. Ich sehe so doof aus. Ich dachte, wenn ich rumlaufe, kann ich ihn auch ausweichen. Aber man muss schon springen. Boah, okay, Hauptsache der Luigi ist noch normal groß. Ja, mein Schaden ist natürlich dadurch, ja, ein Witz geworden. Und jetzt bin ich wieder normal zum Glück. Oh, was ist das? Was? Wie weiche ich denn das? Wie weiche ich denn so einer Wand aus? Die Drecksäcke. Okay, jetzt kriegst du in der Mitte erstmal aufs Maul. Du bist nämlich das, was alles zusammenhält. Und jetzt? Jetzt der eine hält sich schon gar nicht mehr. Das habe ich jetzt eigentlich ganz verstanden. Okay, ach, ich kann so ausweichen. Oh, hä? Wieso habe ich es dann eben nicht geschafft? Na, egal. So, der eine ist ja außen vor da hinten. Das heißt, ich versuche mich erstmal auf die drei hier zu konzentrieren. Wunderbar, einer ist weg. Wie viel haben die jetzt? 12. Okay, ist relativ wenig geworden im Vergleich zum Anfang. Der war im falschen Moment am falschen Ort. Wow, voll viele Luigis, die auf ihn draufgeknallt sind. Okay, mach ihn fertig. 103 Schaden, also gegenseitig können die sich auch ganz schön fertig machen. Ich meine, ich mache jetzt selber mit meinen Schlägen schon etwas plus minus 100 Schaden, ne? So wie die ungefähr gegenseitig. So, was willst du jetzt alleine machen? Okay. Interessanter Gegner auf jeden Fall, irgendwie. Ich glaube, die finde ich immer noch weniger schlimm als Spinies. Oh yeah, okay, wir sind jetzt Level 27, Mann, und meine Bartpunkte müssen erhöht werden. Okay, nein. Aber meine Verteidigung muss, ja, vielleicht, ich weiß noch nicht, Angriff? Aber ich könnte sogar versuchen, meinen Angriff zu erhöhen. Ich weiß nicht, alles ist irgendwie so ein bisschen schlecht. Also von den Zahlen her. Ich versuche jetzt meinen Angriff höher zu kriegen. Oh, ganz schlecht. Ach. Ich habe fast noch nie eins bekommen. Ich habe es eigentlich fast immer hinbekommen, es gut zu machen. Aber diesmal war es schlecht. Eins. Das ist jetzt mies. Okay, hier haben wir Lava. Eine Tür. Okay, wir kriegen immer noch Items wie eh und je hier. Okay, dann machen wir mal Luigi zum... Achso, Ventilator. Ich denke mal, es ist der Baum und dann ist es der Ventilator. So, dann kann ich hier weiter springen, oder was? Moment, von welcher Richtung kommt denn jetzt der Wind? Achso, ich krieg auch noch Gegenwind dazu. Hier ist ja auch gar nichts mehr. Aber da unten ist auf jeden Fall ein Item. Oh. Oh, jetzt muss ich den neu... ankurbeln. Einmal das. Ist das richtig?
War da oben noch ein Item? Nee, oder? Da war ich doch. Ach, ich habe keine Ahnung. Ist doch egal. Ich gehe mal davon aus, ich habe alles, was ich gebraucht habe. Okay, da geht die Plattform hin. Ich hoffe, sie kommt wieder von vorne oder so. Aber ich kann ja auch hier klettern. Brauche ich hier gar nicht erst. Ah, zu früh gesprungen. Die Lava steigt ja. Oh, okay. Aber egal. Ich meine, ich werde ja nicht dafür bestraft, wenn ich die Lava berühre. Klar, ich muss das dann von vorne machen, aber ich meine, solange ich das Geld davor gesammelt habe, ist doch alles okay. Oh, scheiße, was habe ich denn da falsch gemacht? Okay, nochmal. Scheiße, macht er. So, ah! Scheiße, ey. Er ist nicht gesprungen. Er hätte einen Sprung machen sollen. Oh Mann, was mache ich denn hier da verkehrt? Auf ein neues. Okay, das war jetzt der peinlichste Anlauf von allen. Nochmal. Ich erinnere mich... Oder das hier, dieses ganze Szenario erinnert mich irgendwie an Takeshis Castle. Irgendwie komme ich hier nicht weiter. Irgendwas mache ich falsch. Kann das sein? Ja, dann gehen wir hier oben lang. Scheint es aber auch nicht zu bringen, oder? Ja, gut. Dann weiß ich auch nicht. Oh, man kann den schieben. Na toll. Toll. Ich habe mir hauptsächlich 100 Jahre Zeit gelassen und es trotzdem noch geschafft. Ja, na gut, das wusste ich nicht, dass der schiebbar ist. Ah, Kamek, du schon wieder. Wie oft noch? Schluss mit dem Fangspielen. Zeit für die Entscheidung. Diesmal kämpfe ich mit aller Kraft. Mach das. Ist das jetzt das dritte Mal? Ich habe schon aufgehört mitzuzählen. Oh, zwei Kameks, drei Kameks, vier Kameks. Nur vier diesmal? Okay, alle kriegen... Oh, alle kriegen eine neue Farbe. Und mehr Verteidigung. Die Frage ist, sind die jetzt alle echt? Oder ist jetzt nur der echt? Ich glaube, die sind jetzt alle irgendwie mehr oder weniger echt. Das ist jetzt eine gute Frage. Ich werde das Traumwall-Ding einfach wieder einsetzen. Dann treffe ich ja so oder so alle. Ich glaube, diesmal sind sie alle auf irgendeine Art und Weise echt. Okay, wunderbar, dass es so gut geklappt hat. Sonst wäre ich jetzt voll am Arsch und das würde voll dumm hier dumm aussehen und ich hätte ganz viele von meinen Punkten verschwendet. Au. Okay. Oh Mann, manchmal auch nie. Wieder, wie ich verarscht werde die ganze Zeit, merkt ihr das? So, was war denn das jetzt bitte eben? Ach so, ach, jeder darf jetzt so einen Angriff machen, oder was? Man hüpft einfach auf gut Glück. Jetzt gibt's nur noch einen roten. Oh. Was? Wieso kann ich so rumhüpfen? Oh, jetzt werde ich geputzt. Habe ich verloren? Au. Okay. Oh, da sind sie wieder. Ich habe gar keine dieser Attacken bis jetzt so wirklich verstanden. Oh. Jetzt wird auch die Geschwindigkeit von denen gesteigert. Okay. Eine Legende besagt, dass ich nie wieder zum Zug kommt. Zum Zug kommen werde. Nicht mal der blaue Kamek hat angegriffen. Also der echte irgendwie. Oh. Auf einmal kann man wieder ganz zauberhafte neue Attacken. Komm's. Oh! Scheiße. Ich gehe immer dahin, wo gerade einer runtergeht. Eine neue Zauberattacke. Wow, shit. Ey, wie lange soll denn das hier noch weitergehen? Gut, soweit. Geht's ja, aber ihr merkt ja, die Attacke ist ja endlos lang. Oh, falsch, falsch, falsch. Ah, jetzt wurde ich getroffen. Ey, das ist ja eine Frage der Zeit, wenn ich getroffen werde. Da kann ich auch genauso gut einfach mich vom ersten treffen lassen und Zeit sparen. So, jetzt weiß ich nicht. Ich würde auch mal gerne machen, dass diese Attacke trifft und nicht irgend so ein Scheiß ist, wisst ihr? Komm schon. Man muss immer ein bisschen... Ich drücke immer zu spät, das ist mein Problem. So.
so geht das hier. Dann kann man das auch eine Attacke nennen, aber gut, der Grüne nimmt Schaden, die anderen haben eine sehr stark erhöhte Verteidigung. Ah. Okay, naja, immerhin einen von vier ausgewichen, aber wenn jetzt alle vier so eine Attacke noch machen müssen, wie kontrolliere ich die Attacke? Also der hüpft immer in eine Richtung. Okay. Ja, fast. Keine Ahnung. Also es würde eh eine Stunde so weitergehen, das Putzen, bis ich getroffen werde. Ah, macht ja nichts. Meine Verteidigung steigt. Dafür habe ich ja diese Hose oder was das auch ist. Jetzt heilen die sich gegenseitig, erhöhen ihren Angriff gegenseitig. Ganz ehrlich, ich werde mich jetzt einfach vom ersten treffen lassen und dann ist gut. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust auf diese ganze Rumgerenne und ganz am Ende mich irgendwann treffen lassen. Kann man es auch direkt machen. So, das letzte Mal Traumwall, bevor meine BP leer sind. Boah, die nehmen ja kaum Schaden. Der Grüne nimmt relativ guten Schaden, aber der Weiße nix. Also nicht nix, aber wenig halt, ne? Wow. Knapp. Kaboom. Okay. Ja. Ich habe die Chance, dass der Grüne kaputt geht. So, wann schnappt die Falle mal zu? Ich versuche auf die Kamex selber zu gucken, ob die irgendwelche Anzeichen machen, wann ihre Falle zuschnappt, aber irgendwie erkenne ich da gar kein Muster drin. So, jetzt kommt die Putzattacke. Okay, direkt getroffen, aber so wirklich, mit dem ersten Versuch wurde ich erwischt. Gut, das Blöde ist natürlich, ihr Angriff ist jetzt jeweils erhöht von allen. Hat der jetzt sich selbst geheilt, oder was? Oh, wie lange? Okay, es ist vorbei. Zum Glück heile ich mich wie ein Wahnsinniger, also... Wir können ja einmal noch Traumkugel machen. Yeah, let's go. Oh. Oh, diese Neigung, ey. Furchtbar. Gut, ich habe ein bisschen viele Luigis ausgelassen, würde ich sagen. Auf meinem Weg. Ja, war trotzdem okay. So, ihr ganzen Kamek-Bandenviecher. Na? Okay, naja. Immerhin heile ich mich. Sonst wäre ich schon lange tot. So, mal sehen, ob ich die Attacke immer durchblicke. Hey, cool, ich bin ausgewichen. Du Kerl, Alter, jetzt habe ich es geschafft. Der Weiße regt mich auf, der heilt sich die ganze Zeit einfach. Oh, der regt mich jetzt auch auf, der gibt allen Verteidigung. Oh, und das wieder. Soll ich es nochmal probieren? Komm, diesmal probiere ich es nochmal. Aber ihr seht ja, wie endlos lang das hier geht. So, immer dahin, wo die gerade runtergehen. Aber manchmal hat man echt wenig Zeit zu reagieren, ne, bis es soweit ist. Und man muss ja natürlich auch auf Kamex Zauberding da aufpassen. Ist halt viel auf einmal. Ah, da lang. Toll! Ich hab's gewusst. Wo hat der mich überhaupt getroffen? Ja, ganz ehrlich. Man hat's gewusst und trotzdem verkackt. Das ist so schlecht. So, dann muss ich jetzt erstmal ein bisschen... Moment, vielleicht mache ich einmal die Leiste hier. Und dann setze ich so einen Sirup ein. Ein Wundersirup, stellt 80 wieder her. Dann bin ich wieder voll. Kostet mich nur leider eine Runde, ne? So, da kommen wir ja die Putzkolonne. Ich glaube, der macht insgesamt zweimal. Okay, die Attacke habe ich jetzt raus. Ich glaube, der kann ich jetzt ausweichen.
der heilt. Der erhöht immer irgendwelche Werte, der Grüne. Und der Blaue macht dann immer diese Ultra-Scheiß-Attacke. Komm, wir probieren es weiter. Voll die Zeit. Boah, fast verschluckt. Voll die Zeitverschwendung. Oh Mann. Ups. So, da. Dann hier, keine Ahnung. Ich meine, ich erhoffe mir, dass wenn die Attacke irgendwann endet und ich es überstanden habe, dass es irgendwie eine Art Konter ist und dass er irgendwie Schaden kassiert. Das ist ja aber... Soweit ist es ja bis jetzt noch gar nicht gekommen. So, ich versuche mich jetzt immer neutral in der Mitte aufzuhalten, damit das nicht mehr so passieren kann, dass ich zum Beispiel rechts stehe und dann ganz schnell nach links muss oder so. Ah, okay. Wow, 27. Das hat sich ja voll gelohnt. Scheiße, ey. Mach ich ja... mit einem Sprung viel mehr Schaden. Okay, dann wieder... Oder lohnt sich eine andere Attacke mehr? Ich glaube... Na, Traumwall oder Traumfeuer. Greift alle Gegner ohne Stiefelhammer an. Ziele während der Attacke mit ausgerüsteten Hammer. Ach, keine Ahnung. Komm. Die Attacke ist gut genug. Go. Vielleicht versuche ich den auch mal schräg anzuhauen. Dann ist das zwar schwerer, den zu erwischen, den Luigi, aber... Dann treffe ich vielleicht mehr von denen, anstatt immer nur dieselben zwei. Oh, schon vorbei. Okay. Ja, der Rote hat auch irgendwie immer Glück. Boah, das ist echt... Klar, der Grüne kassiert, aber die anderen kriegen echt wenig Schaden ab. Ich kann es kaum erwarten, bis der Grüne tot ist. Ich glaube, er ist es, der immer diese Werte, die Verteidigungswerte erhöht. Und Angriff und den ganzen Scheiß. Ich glaube, wenn ich den los bin, kann ich auch die anderen loswerden. Ich hätte gar nicht gedacht, dass jetzt schon so ein Bossfight kommt. Vor allem nicht so ein langer direkt so. Gut, wobei Bossfights sind ja in der Regel immer lang. Der halt. Aber halt der immer... Ne, der halt den Grünen. Der halt gar nicht mal sich selbst. Kann das sein? Deswegen überlebt der Grüne auch so lange. Okay, der eine Kamek, der macht jetzt nichts. Das gefällt mir. Der, ich sag mal, der echte Kamek. Weil eigentlich sind ja alle echte Kameks. Ich meine, Kamek ist zwar so ein Name, aber Kamek ist jetzt nicht so eine Person wie Bowser, was so eine Einzigartigkeit darstellt. Es gibt ja viele Kameks so gesehen. Scheiße, haut mal nicht ab. Okay, schlechte Idee. Mache ich nicht nochmal so schräg. Ich weiß nicht, ich wusste nicht mal, dass das hier passieren kann, was gerade passiert ist. Ich meine, das ist wie Koopa oder sowas. Es gibt ja viele Koopas. Aber es gibt nur einen König Koopa. Geht. Ich glaube, ein großes Problem von mir ist auch, dass mir sehr schnell die Brüderpunkte ausgehen. Dass ich vielleicht 3-4 Attacken machen kann und dann schon wieder vorbei. Und was natürlich auch blöd ist, wenn er mehr pro Runde den heilen kann, den Grünen, anstatt also als ich dem abziehen kann. Ah, Mann. Man hat es probiert und probiert. Aber gut, an den 7 Schaden soll es jetzt auch nicht scheitern. Was ist das denn jetzt? Oh, eine andere Attacke. Ach, die Attacke! Die kennen wir doch noch. Okay, wow. Da wurde ich ganz schön zugerichtet. Tja, und weiter. So, ich werde jetzt versuchen, es so vorsichtig wie möglich zu machen. Auch wenn ich nur grün und weiß treffe dabei. Ich meine, okay, jetzt vielleicht ein bisschen mehr Schreck. So. Oh, und die Wand. Knallt diesmal auch auf alle drauf. Ganz guter Schaden eigentlich. Für den Grünen jeweils, ne? Die anderen drei kriegen kaum Schaden ab. So, das ist ein Kampf, der sich wirklich in die Länge zieht, weil die machen mir nicht viel und ich mache denen nicht so viel. Ich glaube, ich bin ja auch von meinen Ausrüstungs-Items ja ziemlich defensiv ausgelegt. Nicht so offensiv. Deswegen dauert das dann halt bei mir auch umso länger, so ein Kampf. Ich meine, anstatt, dass man auf volle Offensive geht zum Beispiel. Ey, jetzt kannst du schon zweimal heilen, oder was? Ja, okay.
Wenn man beschwert sich schon, dass der Kampf ewig dauert, dann wird das noch schlimmer gemacht. Keine Lust. Tut mir leid, ich kassiere lieber den Schaden und bin dann eher wieder dran. Einfach aus Zeitgründen. Oh, cool. Ein kritischer Treffer. Jetzt habe ich den mal leicht nach links angehauen. Oh Mann, das musste ja schief gehen. Ist der Grüne tot? Oh, super. Der Grüne ist weg vom Fenster. Also das heißt schon mal ein Kreis weniger, dem ich ausweichen muss. Das ist schon mal eine gute Sache. Aber wenn er auch tatsächlich der ist, der immer alle Werte erhöht, dann müsste irgendwann die Verteidigung der ganzen Viecher auslaufen. Und dann könnte ich aber eigentlich anfangen, den Schaden zu machen. Was natürlich fair ist, muss ich sagen, vom Spiel ist, dass der grüne Kamek alle immer, ja, die Werte erhöhen konnte, außer sich selbst. Oder ich wenigstens eine Chance hatte, ihn zu töten. So, der blaue Kamek, der reift aber allerdings nicht jede Runde an. Kann ich auch schräg anfangen? Ne, kann ich nicht. Ja, so geht das auch. Das ist gut, glaube ich. Diesmal, wie ich es mache. So, und da kommt die Wand. Die fangen jetzt langsam auch an, Schaden zu nehmen. Ich glaube, die Verteidigung von denen ist nicht mehr erhöht. Gut, die 6 Schaden nimmt man hin. Oder 10. Halt echt viel. Der Weiße macht auch viele Probleme. Scheiß mal auf den Blauen und auf den Roten. Die sind mir scheißegal. Die sind wirklich nicht das Problem, aber der Weiße und der Grüne, die haben echt viel Stress gemacht. Seit wann kommt denn die Besenattacke nach dieser Weglaufattacke? Okay. Nehme ich hin. Ich meine, sobald man einmal die Attacke hier durchblickt hat, dann geht's eigentlich. Dann ist hier gar kein Problem mehr. Oh, keine Punkte mehr übrig. Also keine Punkte hier, Brüderpunkte. Dann können wir auch einmal die hier machen. Ich meine, die kriege ich auch ganz gut hin eigentlich. Kann man es überhaupt schaffen, alle Luigis zu kriegen? Wow, hey, der Rote hat gar nichts abbekommen, scheiße. Und ich mache immer noch weniger Schaden als der Weiße halt. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh mein Gott, 116 galt. Als ob die abhauen. Wieso hauen die ab? Achso, damit der die Attacke macht, okay. Ich dachte schon, jetzt wäre irgendwas. Ja, die kommen leider wieder. Ja, dann die Besenattacke, okay. Scheiße, Mann. Wie lange soll denn der Kampf noch gehen? Der halt echt mehr, als ich abziehe. Okay, da muss ich mir jetzt echt mal was ausdenken. Ich meine, rein theoretisch, ich muss ja eh meine Brüderpunkte auffüllen. Aber gibt es nicht irgendwie so eine Attacke, die auf einen nur geht und dann kann ich mich auf den einen fixieren oder so? Okay, keine Ahnung. Da steht irgendwie auch gar nichts dazu. Dann nehmen wir mal einen Ultrasirup. Lassen eine Runde verstreichen. Boah, 101 Gehalt. Es tut schon weh, sich das anzugucken. Oh, die Attacke. Oh, die ist mir sogar ein bisschen weniger lieb, weil die macht mehr Schaden. Okay, einmal geschafft. Oh, fuck. Wieso wurde ich denn diesmal erwischt? Habe ich zu früh gedrückt oder was? Okay, blöd gelaufen. Ich kann immer einmal auf Heilen hier klicken. Bin wieder fast voll damit. So, und dann
Traumkugel. So kann ich ja mal sehen. Traumsprung, da kann ich meinen aussuchen. Traumhammer geht auf alle, Traumfeuer geht auf alle. Die gehen alle auf alle. Wenn ich jetzt auf Traumsprung gehe... Ach ja, die Attacke kenne ich noch, aber Moment, ich muss mal gucken. So viele... Ja, das, das und... B und A irgendwie. Okay. Wir versuchen jetzt den weißen Kamek einfach Platz zu machen. Ich hoffe, ich scheitere nicht zu sehr an der Attacke. Boah, sieht schon nicht so gut aus. Ja, gut. Nicht so perfekt. Also ich weiß, dass ich im Sprung noch neigen kann. Wann kommt Mario? Jetzt. War doch okay. Die anderen kriegen auch ein bisschen Schaden. Wenn ich das jetzt ein paar Mal mache, vielleicht kriege ich dann den Weißen los. Okay. Oh, immer diese PlayStation-Symbole, ey. Was ist da los? Okay. Das mit der... was? Wieso machst du keine Besenattacke, Mann? Der macht jetzt auf einmal auch sowas. Boah, ich muss immer raten, wo ich hinschlage. 25%ige Chance, so gesehen. Jetzt meine Verteidigung auch da, was natürlich nicht so geil ist, aber kriegen wir schon hin. Na, wir sind ein bisschen zu sehr nach vorne geneigt. Da fallen ein paar ab. Aber trotzdem exzellent, sagt das Spiel. Ja, war doch was. 914 Schaden. Der fliegt wieder. Heilt sich. Heilt den Roten. Wir müssen ganz, ganz, ganz dringend den Weißen loswerden. Wenn das noch was werden soll. Jetzt kommt... Jetzt kommt wieder die Besenattacke. Okay. Ja, der Besen hüpft halt rum. So, und dann macht er einen Soundeffekt, wenn er losgeht. Oh, jetzt geht schon mehr als zweimal. Okay, trotzdem bestanden. Und weiter. Das Gute ist, das zieht nur, sag ich mal, 10 ab. Vielleicht kann man insgesamt dadurch eine Brüderattacke schon mehr machen als bei der anderen. Ah, fuck, das war jetzt... Oh, fuck, was geht dir ab? Shit, das war sehr schlecht. Oh, Mann. Das war rotzig, Mann. Okay. Ja, immer noch ein Stückchen mehr Schaden, als er abzieht. Aber hey, wir haben ihn trotzdem besiegt. Darum geht's doch. Okay, das ist super. Jetzt können wir den Kampf endlich, glaube ich, langsam ein Finale bereiten. Oh Mann. Okay. Endlich gibt's keine Heilung mehr. Ganzen Kamex. Es gab auch Kamex so in bunten Farben in Paper Mario, die Legende vom Äonentor, aber da waren es keine Bossgegner. Aber trotzdem hatten die alle verschiedene Fähigkeiten. Einer konnte auch immer heilen. Ich weiß nicht, ob es auch da der Weiße war. Vielleicht, was machen wir denn jetzt für eine Attacke? Traumhammer? Oder wieder Traumkugel? Die beiden stehen ein bisschen weit auseinander, ist das Problem. Machen wir mal den Traumhammer. Aber der war, glaube ich, auch ein bisschen schwer zu performen, oder? War das nochmal? Ach ja, ich muss ja B mashen. Ah. Oh. Ganz schlecht, ey. Nein. Oh, Mann. Das war's. Das war die ganze Attacke. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das war ja furchtbar. Das war die komplette Attacke, Mann. Ach. Ich, wie ich mal wieder nichts hinbekomme.
Boah, der Kampf zieht sich schon ordentlich in die Länge auf jeden Fall. Lalala, ich hüpf rum. Jetzt macht das wieder nur zweimal. So, mein Gott. Ist trauriges. Ich werde sogar nochmal probieren. Oh. Oh, shit. Ja, diesmal wird es besser, glaube ich. Okay. Oh, ich will beide treffen. Scheiße, Mann. Okay, das war nicht sehr durchdacht. Ich kann es eigentlich nur auf einen so fixieren, die Attacke. Ist dann nicht so effizient, vielleicht. Ja, okay. Aber wenigstens habe ich es einmal hinbekommen. Ja, gut. Oh, Traumattacke bestanden. Super. Ich habe zwar nur Scheiße gemacht, aber dennoch. Ich meine, rein theoretisch können die jetzt auch nicht mehr so viele Kraftpunkte übrig haben. Aber ich glaube, mir gehen auch gleich wieder die Brüderpunkte aus. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, für ein, zwei Attacken reicht es noch, aber dann ist wieder Ende. Oh ja. Ich kann einmal den Traumsprung oder einmal den Traumhammer machen. Mache ich einmal den Traumsprung auf den Kamekin. Also ich könnte auch zweimal die Kugel einsetzen, aber die lohnt sich, glaube ich, nicht so sehr. So, solange ich das jetzt nicht hier so verkacke wie vorhin, ist eigentlich alles okay. Oh, okay, die letzten beiden waren nicht so sauber. So. Ah, die sind nur leider lange nicht tot. Oh, ah, da geht meine Verteidigung hin. So, und jetzt du noch. Ach, scheiße, auch das. Hm, doof. Dann hat er auch eine Chance mehr weh zu tun. Okay, aber nicht mal so sehr. Ja, ich glaube, ich gehe mal über auf normale Sprünge. Mal gucken. Ich meine, so wenig Schaden machen die jetzt auch nicht. Wow, machen die wirklich nicht. Gar nicht mal so schlecht. Vielleicht bleibe ich einfach mal jetzt dabei. Anstatt jetzt nochmal eine Runde zu verschwenden, um mich mit dem Sirup zu heilen. Aber wie ich ja schon die ganze Zeit gesagt habe, ich meine, guck mal, wie viel ich an Schaden kassiere. Also wie viel ich einstecke und trotzdem so überlebe. Also es liegt echt nur daran, dass ich mich so defensiv gebaut habe. Allein schon mit diesem hier, mit diesem Rang-Update, dass ich 25% weniger Schaden nehme. Plus diese ganzen KP-Erhöhungen und diese ganze Regeneration, ist keine Frage. Wie viel ich durch die Regeneration plus noch diese beiden Dinger, die ich durch die Orden da unten bekomme auf unterem Bildschirm. Dass ich mich zweimal jeweils um 50% heilen kann. Was theoretisch eine komplette Heilung einmal sein kann. Nochmal. Und das regeneriert sich ja auch, wenn es benutzt wurde. So. Dauerte schon sehr lange, mich runterzukriegen. Ich frage mich, wie es dann in zukünftigen Bossfights ist. Vor allem, ich glaube, wir sind ja nicht mehr so weit vom Final Boss entfernt. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, ob der mich runterkriegt. Ich hoffe natürlich nicht. Aber ich halte den immer für ein bisschen stärker. Ob es jetzt Antasma oder Bowser ist, ich weiß jetzt nicht. Ich denke mal, eine oder vielleicht beide zusammen. Ob der mich herunterkriegt. So schnell. Ah, komm schon. So, wie lange noch? Wann stirbst du mal?
Okay, der Besen. Wie oft haben wir diesen Besen schon gesehen? Wie oft will man diesen Besen noch gegen mich einsetzen? So, mein Freund, du kassierst. Okay, das verstehe ich nicht. Ich stürze mich die ganze Zeit auf den Blauen und der Rote stirbt trotzdem vorher. Vielleicht hat der Blaue ja allgemein mehr Kraftpunkte. Ich probiere es jetzt einfach mal wieder. Ich meine, jetzt ja alleine, wer weiß, vielleicht nimmt er ja mehr Schaden, wenn ich es schaffen sollte am Ende. Laufen, Mario. Ich meine, Mario könnte auch so einen coolen Backflip machen und dann auf Kamek springen oder so. Aber es ist ein Rollenspiel. Wenn das Spiel sagt, jetzt ist Kamek dran, dann ist Kamek dran. Aber scheiße, jetzt bin ich irgendwie nicht gesprungen. Oder zu spät habe ich auf Springen gedrückt, keine Ahnung. Dadurch ist einfach nur verschwendete Zeit gewesen. Oh, anscheinend war es das. Yeah, endlich. Oh, du explodierst. Gibst du mir jetzt endlich meine Erfahrungspunkte, die ich die ganze Zeit wollte? Das ist lange überfällig. Pilzhandschuhe. Oh yeah, neue Handschuhe. Gucken wir uns gerne mal an. Ah, endlich. Okay, ein Level-Up für Luigi dazu. Der irgendwie... Ja, ich würde echt schon sagen, eigentlich nur indirekt mitkämpft, ne? Er ist ja so gesehen die Fusionsform von Mario, so das. Oh, über diese kleinen Einsen, das gefällt mir gar nicht. Ja, wunderbar. Um 3 den Angriff erhöht.